Stelle dir vor, du liegst auf einem wunderschönen Sandstrand. Du hörst die Wellen und blickst in den blauen Himmel. Die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Fühle diese Wärme. Fühle, wie der Wind sanft über dein Gesicht streicht. Entspanne dich dabei. Entspanne dich immer mehr und mehr. Je mehr du dich entspannst, desto tiefer sinkst du in einen Zustand der tiefen Entspannung. Mein Name ist Marco Lorenz. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema Tiefenmeditation. Ich habe fast alles, was es darüber zu wissen gibt, studiert und täglich mehrere Stunden in der Praxis erprobt. Dabei habe ich alle möglichen Werkzeuge wie Frequenzen, Hypnosen und so weiter getestet. Mein Ziel dabei war es, den tiefsten Bewusstseinszustand zu erreichen. Als ich mein Buch Deep Meditation und die darin enthaltenen 7 Stages des Bewusstseins veröffentlichte, bekam ich binnen kürzester Zeit viele Nachrichten von Menschen, die mir berichteten, dass sie viele Jahre lang meditieren und nicht über Stage 2 hinauskamen. Das Buch hat ihnen gezeigt, dass noch viel mehr möglich ist. Diese vielen Nachrichten haben mir gezeigt, dass man jahrelang täglich meditieren kann, jedoch in den wahren Genuss tiefer meditativer Zustände bzw. erweiterter Bewusstseinszustände und den daraus resultierenden Vorteilen gar nicht richtig erleben kann. Mein Schluss, den ich daraus gezogen habe, war es, etwas zu entwickeln, das den Menschen dabei hilft, sehr schnell und effizient erweiterte Bewusstseinszustände zu erleben. Und deswegen habe ich das GATE-Programm entwickelt. Es besteht aus Meditationen, Hypnosen, hypnotischen Ankern, Dissoziationen, Frequenzen und viel mehr. Also eine ganze Handvoll Werkzeuge, denen wir uns bedienen. Du wirst im GATE-Programm auf eine Reise durch verschiedene Bewusstseinszustände gehen. Dabei wirst du dir spezielle Fähigkeiten aneignen. Der Schlüssel an dem GATE-Programm ist, dass wir mit hypnotischen Ankern wie zum Beispiel Visualisierungen, Symbolen und Codewörtern diese Zustände und Fähigkeiten in deinem Unterbewusstsein programmieren werden. Wenn du zu der Sorte Mensch gehörst, der glaubt, selbst nicht hypnotisierbar zu sein, kann ich dir versichern, dass dies nicht so ist. Jeder Mensch ist hypnotisierbar, denn jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Warst du schon einmal verliebt oder hast du schon einmal bei einem emotionalen Film geweint? Oder kam dir bei einem emotionalen Film einmal eine Träne aus? Wenn ja, dann bist du definitiv hypnotisierbar. Alleine der Aspekt, dass du bei einem emotionalen Film geweint hast, beweist das Gegenteil. Denn wie deine logische Gehirnhälfte weiß, ist der Film nur von Schauspielern gespielt und die gesamte Story frei erfunden. Da dich der Film trotzdem emotional berührt hat, warst du sozusagen hypnotisiert. Sich hypnotisieren zu lassen, ist wie mit einem Menschen zu tanzen. Du hast 2 Optionen. Entweder dich hinzustellen und gegen den Tanzpartner bzw. Hypnotiseur zu arbeiten oder dich führen zu lassen. Somit knüpfe ich an meine vorige Aussage an, dass jede Hypnose eine Selbsthypnose ist. Das bedeutet, wenn eine Hypnose bei dir nicht funktioniert, dass du schlicht und einfach nicht bereit bist, mit dem Partner zu tanzen. Lerne die Kontrolle abzugeben, loszulassen und dich wie beim Tanzen einfach führen zu lassen. Dann wirst du sehen, mit jedem Mal anhören, wirst du leichter hypnotisierbar sein. Aus eigener Erfahrung kann ich dir bestätigen, dass ich selbst jahrelang geglaubt habe, nicht hypnotisierbar zu sein. Als ich jedoch meine
Diplomausbildung als Hypnosetrainer und Hypnosecoach absolviert habe, wurde ich in der Ausbildung sehr oft hypnotisiert und kann dir versichern, mit jedem Mal ist es leichter, in einen hypnotischen Zustand zu gelangen. Es ist ein Mythos, dass Hypnose ein Zustand ist, in dem man sein Bewusstsein verliert oder in welchem der Hypnotiseur einem suggerieren kann, beliebig Dinge zu tun, die man bewusst nicht will. Es ist genau umgekehrt herum. Man ist in jeder Hypnose, egal wie tief sie ist, vollkommen bewusst und hat die absolute Kontrolle über alles. Denn jede Hypnose ist schließlich eine Selbsthypnose. Im Gate-Programm werde ich dich sehr oft hypnotisieren. Du wirst mit jedem Gate in einen tieferen Bewusstseinszustand eintreten und es wird dir mit jedem Mal hören immer leichter fallen, diese Zustände zu erreichen. In jedem Gate werden wir sozusagen ein Tor öffnen, dein Unterbewusstsein auf neue Bewusstseinszustände und spezielle Fähigkeiten programmieren. Dann werden wir das Tor wieder schließen und du wirst diese neuen Fähigkeiten in deinem Alltagsbewusstsein nutzen können. In Gate 1 werde ich dir zeigen, wie du deinen Geist so beruhigen kannst, um in die absolute Gedankenlosigkeit einzutreten. Zudem werden wir in Gate 1 die Selbsthypnose in deinem Unterbewusstsein verankern. Somit wird es dir mit jedem Mal leichter fallen, in die Selbsthypnose einzutreten. Dieser Zustand ist sozusagen unser Fundament. Er ist unser Ausgangspunkt für unsere Bewusstseinsreise. Von da aus werden wir unsere Reise in die Tiefen deines Kaninchenbaus fortsetzen. Mit G2 wirst du lernen, deine Visualisierungsfähigkeit auf ein neues Level zu heben. In G3 werden wir mit Hypnose deine Traumerinnerung drastisch verbessern. Bei G4 wirst du einen Anker bekommen, um in eine sehr tiefe körperliche Entspannung zu gelangen. Mit G5 werde ich dich dann in den sogenannten Estelle State führen. Diesen Bewusstseinszustand werden wir mit einem Anker programmieren. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du diesen Anker aktivierst, wirst du augenblicklich im tiefsten hypnotischen Zustand sein. Gate 5 wird ein Schlüsselzustand für dich im Gate-Programm sein. Denn von da aus wirst du binnen weniger Sekunden jederzeit ohne Frequenzen in diesen Zustand tauchen können. Die Reise wird dann fortgesetzt, indem wir in Gate 6 die Verbindung mit deinem höheren Selbst aufbauen und mit einem Anker versetzen. Dabei wirst du einen stabilen Kontakt mit deinem höheren Selbst herstellen können und dein höheres Selbst wird dich von da an durch die nächsten Gates begleiten und führen. Ebenso wirst du alleine bis Gate 6 wichtige Fähigkeiten erlangt haben. Hier einige Beispiele. Die Fähigkeit, jederzeit in die absolute Gedankenlosigkeit einzutreten und dich stundenlang dort aufzuhalten. Binnen 10 Sekunden in die Selbsthypnose einzutauchen, deine Visualisierungsfähigkeit drastisch zu verbessern, deine Traumerinnerung so stark zu verbessern, dass du dich an die Gespräche und Umgebungen sehr detailliert erinnern kannst, die Fähigkeit, dein Bewusstsein in der Meditation einfach vom Körper abzutrennen, die Fähigkeit, binnen Sekunden in deinen Steady State, also deinen tiefsten hypnotischen Zustand einzutreten, die Fähigkeit, Kontakt mit deinem höheren Selbst herzustellen und dir so den besten Rat einzuholen und die beste Führung zu erhalten. Diese Fähigkeiten helfen dir nicht nur, tiefe meditative Zustände einzuleiten, sondern dein Leben als Mensch besser zu meistern. Eine Studie an der Harvard-Universität hat gezeigt, dass die besten Studenten mit Hilfe von Selbsthypnose und Meditation mit Abstand die besten Noten bekamen. Wie die Wissenschaft heute belegt hat, verändert Meditation bei regelmäßiger Anwendung binnen sehr kurzer Zeit das Gehirn. Es hilft dir, das volle Potenzial deines Gehirns zu nutzen. Alleine durch Gate 1 wirst du genau wissen, wovon ich hier spreche. Nein, du wirst es nicht wissen. Du wirst es am eigenen Leib erfahren. Du wirst glücklicher werden. Du wirst schwer reizbar sein. Du wirst dein erweitertes Bewusstsein erlangen und eine viel stärkere Konzentration und Fokus haben. Du wirst besser schlafen
und durchschlafen können und mehr Energie als je zuvor haben. Das waren jetzt nur einige wenige Fähigkeiten, die du nur bis G6 erlangen wirst. Lasse dich überraschen, was dich danach erwartet, wenn du tiefer in den Kaninchenbau vordringst. Wenn du dich entscheidest, durch die verschiedenen Gates zu gehen, wirst du danach als ein anderer Mensch herauskommen. Und ich möchte dich warnen. Es kann passieren, dass du dabei erkennst, dass du gar kein Mensch bist, sondern eine Seele namens Liebe. Du wirst sehen und erfahren, dass dein wahres Ich aus purer, bedingungsloser Liebe besteht. Wenn du dies erkannt hast, ist es deine Aufgabe, diese Liebe an andere Seelen weiterzugeben. Um den höchsten Nutzen aus meinem Gate-Programm herauszuziehen, empfehle ich dir, die Gates nach der Reihe abzuarbeiten. Denn die hypnotischen Anker bauen aufeinander auf und führen dich von einer Bewusstseinsebene in die nächste. Ebenso empfehle ich dir, für die jeweiligen Gates das dazugehörige Nutzungs-PDF im Reiter Downloads unbedingt vor der ersten Nutzung durchzulesen und das dazugehörige Erklär- und Nutzungsvideo anzusehen. Zudem möchte ich dir empfehlen, unbedingt auf der Webseite www.meditation-guru.com dir meinen kostenlosen Meditationskurs anzusehen. Dort gebe ich dir viele weitere Tipps und Ratschläge, wie du dieses Programm am allereffektivsten für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir nun eine gute Reise mit dem Gate-Programm.